Asklepios. Gemeinsam für Gesundheit. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von TVA Vitalmedizin. Heute wieder mit einer Sondersendung Asklepios informiert. Und dafür sind wir am Klinikum in Bad Abbach zu Gast. Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau wird hier am Standort Bad Abbach gewährleistet. Und Sie bekommen von uns jetzt erstmal einen kleinen Überblick. Zum Asklepios Klinikum Bad Abbach gehören ein Fachkrankenhaus für Orthopädie, Rheumatologie und klinische Immunologie. Außerdem ein Zentrum für orthopädische und rheumatologische Rehabilitation. Alle Behandlungen entsprechen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das garantiert die enge Kooperation mit dem Klinikum der Universität Regensburg. Die Kliniken und Einrichtungen sind so gestaltet, dass Patienten sicher gehen können, dass hier überdurchschnittliche Behandlungserfolge erzielt werden können. Seit seinem Bestehen ab 1875 hat sich der Klinikstandort Bad Abbach enorm entwickelt. Um diese Vorzüge weiß auch Klinikmanager Sven Oelkers. Ein ganz großes Plus für unsere Patienten ist natürlich, dass wir auch eine Reha-Klinik mit an Bord haben sozusagen. Das heißt, alle Patienten, die bei uns operiert werden, können auch dann am gleichen Ort in der Reha-Klinik, in einem Nebengebäude oder in einem Neubau neben dem Fachkrankenhaus dann rehabilitativ versorgt werden, wenn das möglich ist. Und haben natürlich den Vorteil, dass einfach während der Rehabilitation, falls Fragestellungen nochmal auftreten, auch sofort die Experten vom Fachkrankenhaus zugegen sind und dann gerne nochmal am Krankenbett auf den Fall schauen und dann gemeinsam mit den Ärzten der Rehabilitation Entscheidungen treffen, wie das weitere Prozedere sein könnte. Im Asklepios-Konzern steht Qualität als Leitlinie an oberster Stelle. Ein wichtiger Qualitätsbeweis ist das Zertifizierungsverfahren der Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen, kurz KTQ. Das Fachkrankenhaus und die Reha-Klinik sind nach KTQ qualifiziert. Dazu kommen eine Zertifizierung als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung nach EndoCert und die qualifizierte Schmerztherapie nach CertCom. Das wichtigste Bestreben ist natürlich, dass weiterhin bei uns der Patient im Mittelpunkt steht und sozusagen sich alles um den Patienten dreht und dass wir eine sehr hochwertige Versorgung dem Patienten auch weiterhin anbieten und dass der Patient, wenn er bei uns war, auch immer wieder gerne wiederkommt und uns als Patient oder auch als Besucher dann immer gerne wieder beehrt und auch weiterempfiehlt. Wir haben uns jetzt in Bad Abbach mit Dr. Boris Rapp verabredet, dem Regionalgeschäftsführer der Asklepios Kliniken Niederbayern und Oberpfalz. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen, Dr. Rapp. Hallo. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über den Werdegang des Standorts hier in Bad Abbach. Da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Ja, Bad Abbach hat ja eine ganz, ganz lange Tradition. Gibt es ja schon über viele Jahrzehnte hier die Klinik und die Rheumaklinik. Und wir haben doch einiges getan, um es auch immer dem Zahn der Zeit anzupassen sozusagen. Und was sicherlich ein ganz, ganz großer Vorteil von Bad Abbach ist, ist die enge Kooperation zur Universität. Wir haben hier die universitäre Abteilung für Orthopädie. Mit Herrn Professor Grifka sicherlich hier auch ein Leuchtturm, der bundesweit bekannt ist. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Gab es ja sogar das Bundesverdienstkreuz, glaube ich, vor kurzem, gell? Genau, insbesondere für den Aufbau der Abteilung für Orthopädie hier. Und insofern ist das natürlich was Bad Abbach auch bekannt macht. Und Bad Abbach ist, glaube ich, nicht nur in Bayern Begriff, sondern bundesweit dem einen oder anderen sicherlich auch bekannt. Sie selbst haben, glaube ich, schon mal über die besondere Atmosphäre im Bad Abbach gesprochen. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben? Ja, ich bin ja jetzt etwas über ein halbes Jahr hier und man merkt, gerade wenn man viele Kliniken von innen sieht, merkt man in Bad Abbach, hier ist eine besondere Atmosphäre. Die drückt sich so aus, dass man über viele Jahre hier sehr, sehr konsequent das Konzept aufgebaut und entwickelt hat. Dass man merkt, die Mitarbeiter leben das, was hier getan wird. Das zeigt sich auch bei den Zertifizierungen. Im letzten Jahr die Reha-Zertifizierung, sehr, sehr erfolgreich. Überdurchschnittlich erfolgreich bestanden, jetzt die Akutkrankenhaus-Zertifizierung und nach KTQ auch noch mal übertroffen, den Wert vom letzten Mal.
Und dass man spürt richtig, dass die Mitarbeiter hier gerne arbeiten. Und das merkt man, wenn man reinkommt, wenn man aus den Gesprächen. Und das ist was Besonderes, weil es gibt viele, viele Kliniken, wo das nicht ist. Und da kann man sicherlich zum einen stolz drauf sein, zum anderen kann man darauf auch aufbauen und weiterentwickeln. Wir haben jetzt gerade vorhin schon kurz, haben Sie die Rheuma-Klinik auch erwähnt. Das ist auch ein Steckenpferd hier und verbindet man auch mit dem Standort Bad Abbach. Das hat, glaube ich, auch Tradition in der Region hier einfach, oder? Ja, es hat, nachdem in der Orthopädie die Kooperation zur Universität so hervorragend geklappt hat, hat man versucht, es weiterzuentwickeln hier und hat dann mit der Rheumatologie einen zweiten Bereich aufgebaut in Kooperation mit der Uni Regensburg. Und wir haben mit Professor Fleck auch hier einen Chefarzt, der auch überregional bekannt ist. Das heißt, wir haben wirklich auch Zuweisungen von niedergelassenen Rheumatologen bayernweit. Und wir sind hier auch ein Leuchtturm Rheumatologie geworden. Und das passt zu der Tradition von Bad Abbach. Bad Abbach hat früher schon viel im Bereich der Rehabilitation rheumatologisch angeboten. Und wir haben hier diese Kombination Akut und Reha in wirklich idealer Weise kombiniert. Und das ist auch was, was uns sehr freut, weil gerade die Rheumatologie häufig auch Patienten sehr verzweifelt, weil sie schwierig gute Versorgungsformen und Strukturen finden. Und hier in Bad Abbach ist eben alles aus einer Hand und mit Herrn Professor Fleck eben auch fachlich hervorragend besetzt. Mhm. Viele Superlative hier also im Bad Abbach. Was für Ziele haben Sie sich gesetzt jetzt für die Zukunft? Ja, die Zukunft heißt, wir müssen das hohe Niveau hier halten, vor allem im qualitativen Bereich. Und wir müssen uns im Wettbewerbsumfeld natürlich auch positionieren. Ein kleiner Nachteil von Bad Abbach ist, es ist zwar in der Nähe von Regensburg, aber es ist nicht in Regensburg. Das heißt, wir müssen auch immer versuchen, bekannt zu bleiben und den Patienten auch die Vorteile zu zeigen. Und das ist mit vielen Aktivitäten verbunden. Das sind viele Patientenveranstaltungen, es sind viele, viele Themen, wo wir am Ball bleiben sollten und müssen. Und wir planen den letzten Bauabschnitt. Bad Abbach ist fast generalsaniert, es fehlt noch ein Bauabschnitt. Und auch da gehen wir davon aus, dass wir das in den nächsten Jahren angehen können mit Unterstützung des Freistaats Bayern. Und das sind so die Projekte, die so in nächster Zeit vor der Tür stehen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und wir schauen jetzt einfach ein paar Meter weiter ans Reha-Zentrum. Dort wartet nämlich schon der Chefarzt Dr. Ma auf uns. Und der hat heute auch zwei ganz besondere Gäste. Philipp Flieger, einer der Spitzenathleten der LG Telis Finanz Regensburg, lässt sich seit 2008 regelmäßig von Dr. Mar durchchecken. In ein paar Tagen geht er bei den deutschen 10.000 Meter Meisterschaften in Bremen an den Start. Da ist es wichtig, Überlastungen und anderen Problemen auf den Grund zu gehen. Weil man natürlich als Leistungssportler irgendwo immer am Limit trainiert und da ist natürlich Verletzungsprophylaxe das A und O. Und ich denke, normalerweise, wenn ich nicht im Trainingslager bin, dann bin ich so etwa alle zwei Wochen hier für ein Check-up, um kleinere Probleme gleich zu beheben. Und vor wichtigen Wettkämpfen, wie jetzt zum Beispiel in deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften am Samstag, habe ich mich heute auch nochmal hier durchchecken lassen. Bei der jährlichen Sparkassengala ist das Asklepios-Team medizinischer Partner und betreut die Athleten aber auch das ganze Jahr über. Wichtig ist es, Ursachen und Folgen zu erkennen. Bei Philipp Flieger hat zum Beispiel eine Vollblutanalyse geholfen. Es war ein Kupfermangel, ganz eklatant. Und als wir den ausgeglichen haben, dann sind auch die Hämoglobinwerte hochgekommen. Und das muss man halt beim Sportler auch so ein bisschen schauen, wenn er infektanfällig ist. Und das ist einfach, dass man ein bisschen ganzheitlich auf die Athleten schaut und auch die Nebenkrankheiten, was jetzt nicht reine Orthopädie ist, mit berücksichtigt. Auch Leichtathletin Corinna Harrer, die 2012 bei den Olympischen Spielen im Halbfinale über 1500 Meter stand, wird am Asklepios Reha-Zentrum betreut. Sie ist zwar nicht sehr anfällig für Verletzungen, weiß aber, wie wichtig regelmäßige Check-ups sind. Das ist schon wichtig, weil, wie man sagt uns immer, na, Zeit ist total wichtig. Und wenn man einfach mal anrufen kann und ziemlich schnell behandelt wird, das ist total wichtig, weil jeder Trainingsausfall ist schädlich letzten Endes und man hofft einfach so schnell wie möglich dran zu kommen und auch schnelle Hilfe zu kriegen. Und wenn man immer erstmal einen Arzt suchen muss, der einem helfen kann, und hier sind wir an einer richtig guten Adresse und hier weiß jeder, dass wir hier einfach die Hilfe kriegen, und deswegen sind wir gerne hier. Die Manipulationen sind jetzt normalerweise relativ entspannt, sage ich mal. So Zwerchfelltechniken oder sowas, wenn man da ein bisschen was massieren muss, da gibt es angenehmere, sage ich mal. Aber es hilft auf jeden Fall und man fühlt sich so ein bisschen resettet, wenn man dann hier wieder aus der Tür rausgeht und so bereit zu neuen Taten, sage ich mal.
Und dem Ärzteteam scheint es da ganz ähnlich zu gehen. Die Betreuung von Spitzensportlern ist auch für die erfahrenen Mediziner etwas Besonderes. Es macht Laune, mit diesen jungen Sportlern zu arbeiten, weil die sind so dankbar dann, und das ist eigentlich schon die kurze Umarmung bei so einem Sportfest, wie wir es hier halt von Asklepios mit der Sportgala, von der Sparkasse und Telesfinanz machen. Und da hat sich eigentlich dieses Verhältnis intensiviert, auch mit unseren Physiotherapeuten zum Teil, die halt dann, wenn es mal ganz an der Not ist, mal kurzfristig mit einspringen. Unsere beiden Athleten haben übrigens gut abgeschnitten bei der deutschen Meisterschaft über 10.000 Meter. Sowohl Corinna Harrer als auch Philipp Flieger konnten sich den zweiten Platz sichern. Und vor den nächsten wichtigen Wettkämpfen werden sie sich bestimmt auch wieder hier in Bad Abbach betreuen lassen. Wir sind damit am Ende für heute von Asklepios informiert. Danke Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Asklepios, gemeinsam für Gesundheit.